So, liebe Studentinnen, liebe Studenten, ich begrüße Sie ganz herzlich zur molekularen Ökophysiologie der Pflanzen und werde heute mal zum Salzschuss reden. Was wollten wir hören? Wir wollten wissen, wie eine Pflanze auf Salz reagieren kann. Das kennen wir zwischen uns direkt sehen, rein als Außenpflanze. Und wir haben zwei Pflanzen, die echte Toleranz haben, die Mesobatum crassellinum und die Lobularia maritima. Wir wollen mit Transkriptomanalysen der pflanzlichen Salzschussantwort uns beschäftigen, haben wir bereits. Wir wollen Abdopsis-Mutanten mit modifizierter Salzschussantwort kennenlernen. Und wir wollen die Salzsensitivitätssignaltransduktion besprechen. So, ich wiederhole ein klein wenig, weil ich denke, es ist wahnsinnig wichtig. Im Umfeld von Abdopsis ist ein Halophyt gefunden worden, Lobularia. Hier ist die Gensequenz sehr, sehr ähnlich, 94% Identität. Das heißt, die gleichen Marker-Arrays können mit Abdopsis-CDNA und Lobularia-CDNA hybridisiert werden. Es wird anschließend eine Auswertung vorgenommen bezüglich der Daten. Abdopsis kaum Antwort, Lobularia sowohl verstärkt als auch vermindert. Und wir haben hier die Situation, dass die Gene, da sie mit Lobularia leicht identifiziert werden können, über Abdopsis können entsprechend funktionell zugeordnet werden. Und wir haben es von der Signaltransduktion, das ist ja rot zu sehen, das sind ziemlich viele Gene, über die Kontrollgenexpression. Für uns ebenfalls interessant, das ist gelb. Über Abwehrtransport und Photosynthese zu tun. Wir haben festgestellt, es sind hochsalzspezifische IST, die hier auf diesem Microarray vereinigt wurden. Von denen sind 233 IST stressresponsiv. Es ist also wesentlich mehr als eine Auslösepflanze. Longella, die ja 6 Gene nur hatte, 233, die reagieren auf salzosmotischen Stress. Wir haben es mit einer stressmedizierten Transkription von diesen 233 Gene zu tun. Wir überlegen, es gibt stressinduzierte Gene, die hochreguliert werden. 73% und gehemmte Gene 27%. Wir unterscheiden hier zwischen transienter Exposition, also sprich vorübergehend etwa ein Drittel, und permanente Veränderung sowohl bei den induzierten Genen als auch bei den gehemmten Genen können wir diesen Effekt sehen. Gehemmte ist doch dramatisch. Über die Hälfte der Gene sind vorübergehend nur gehemmt. Wir haben es mit knapp der Hälfte zu tun, die eine gehemmte Veränderung zeigen. Wir können den Genen Farben zuordnen. Jetzt sehen wir den Code hier nochmal. Die Induktionsfaktoren sind der Methoden für das Gen. Wir haben die Situation, dass Gelb eigentlich als Hintergrund definiert wird. Lila bis zu Pink heißt, die Gene werden verstärkt exprimiert. Wir haben es zu tun mit der Situation, eine Hemmung, und zwar Gene, die sind hier türkis zu sehen, haben Induktionsfaktoren von kleiner als 0,5.
sehen hier einen Unterschied zwischen Blatt und Wurzel. Und zu 125 Millimolar, wie sich Mäkine sind in Wohlerhalten bei 52 Millimolar. Eine Atmosphäre verändert, sehen es hier und hier, während Arabidopsis wenig Veränderung gezeigt. Es handelt sich hier um eine salzsensitive Pflanze, die diese Anpassung nicht durchführen kann. Wir sehen also, Lobelia bringt bereits auf der Genebene relativ viele Veränderungen mit sich. Die sind explizit dem Blatt zuzuordnen. Und zwar nach 24 Stunden sehen wir die auf jeden Fall. Da und da. 6 Stunden Salzstress, auch hier bereits das Blatt. Ist ein bisschen stärker betroffen als die Rose. Wir können es auswerten. Das sehen Sie hier im Diagramm. Lobularia bringt eine Veränderung von Gen mit sich nach Sekundenbereich. Ganz drastisch sehen Sie es 24 Stunden. Hier sehen wir eine verstärkte Expression in Blattgewebe und eine verminderte Expression. Die ist ausbalanciert zwischen Blatt und Wurzel. Pink spricht eine verminderte Transkription an, grün dagegen eine verminderte Expression. So, um was für Gene handelt es sich? Es sind Gene, die uns bereits bekannt sind, wo wir vermutet haben, sind Salz ansprechend und das wurde beschädigt. Darüber hinaus sehen wir andere Faktoren, an die wir bislang gar nicht gedacht haben. Wir sehen zum Beispiel den Metabolismus, Aminosäure-Metabolismus, den kennen wir bereits. Glutamat Synthase, Glutamine Synthetase. Hier ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Lobularia und Arabidopsis zu sehen. Wir denken hier an kompatible gleich osmotive Substanzen. Die sind auf jeden Fall auch im RE zu identifizieren. Lipidmetabolismus, da haben wir bislang nicht dran gedacht. Fettsäure dieser Trase spricht zum Beispiel in Lobularia an, in der Arabidopsis nicht. Wir sehen Transportproteine, die vakuläre ATPase ist auch auf dem RE ansprechend. Wir sehen ein Aquaporin, auch das kennen wir bereits. Wir sehen darüber hinaus APC-Transporter und das Protein SEC13, die bislang nicht untersucht wurde. Wir sehen allgemeine Stressproteine. Dihydrin spricht beispielsweise in Lobularia an. Osmotin. Wir sehen darüber hinaus eine Peroxidase Richtung osmotischen Stress. Gen, reaktive Sauerstoffspezies, Entgiftung, also eine Peroxidase. Und wir sehen Thaumatin, das spricht für die Verwundung. Wir sehen darüber hinaus starke ansprechende Signalblockselemente, an die wir bis dann auch nicht so gedacht haben. Und darüber hinaus Kontrolle Genexpression. Wir sehen Proteinkinasen und Transkriptionsfaktoren, die auf jeden Fall mit dem RE identifiziert werden können und die eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen Lobularia und Arabidopsis sind. Wir vermuten, diese Signalflexelemente steuern die anderen Proteine an,
Das soll sich in weiterhin schön zeigen. So, springen wir noch mal zur Ambiopsis. Und zwar haben wir hier gesehen in der Ambiopsis, es sind sogenannte Drittmutanten, Drittresponsive Elemente, die eine veränderte Salzsäure auch in der Ambiopsis mit sich bringen. Das Treppelement, die Duration Response Element, heißt es genau. Es ist ein Cis-Acting-Promoter-Element, das in verschiedenen Genen identifiziert wurde. Und das wird auf jeden Fall durch Salz reguliert, kann aber auch durch Trockenheit und Kälte reguliert werden. Also es ist offenbar ein universelles Stresslimit. Grep 1a ist ein Beispiel für ein Drip-Element. Es ist identisch mit CBF3. Das ist ein bisschen historisch-bedingt. Es wurde von zwei verschiedenen Gruppen untersucht. Die eine hat es als Drip bezeichnet. Die hier Drip-Element. Die andere Gruppe als CBF bezeichnet. Es ist das gleiche. Für seine Kontrolle der Kältestress-Transport ist es bekannt. Man hat später gesehen, es spricht aber auch auf Salz an. Eine Überexpression von Drip-1a kann zum Beispiel die Salztoleranz in Ambiopsis erhöhen. Das gesamte Regulon, sprich CRT oder DARP. CRT heißt C-Repeat Low Temperature Responsive Element. Es ist ein CCGRC, das dem Start-Methionin vorgelagert ist. Und wir sehen, es gibt Transkriptionsfaktoren, die die Sequenz erkennen und die binden. CRT-bindender Transkriptionsfaktor gehört auf jeden Fall dazu. Vergleichen können wir hier den Kältestress und den Trockenstress. Wir sehen Kältestress, es wird vermittelt durch ein Phytohormon, die Apsinsäure. Und so gibt es beim Trockenstress die apsisinabhängige Antwort. Es werden Transkriptionsfaktoren aktiviert, CBF und Drip-1a, und Promoter zählen entsprechend an, DRC und CRT. Und auch das System ABRE. Also die sollten wir auf jeden Fall so ein bisschen im Kopf behalten, weil sie auch im nächsten Teil unserer Vorlesung wichtig werden. Es gibt darüber hinaus phytohormonunabhängige Antworten, ABA-independent. Es wird ebenfalls, in diesem Fall über die Kälte, über CBF-Interferon-A gehen. Das Bruder-System wird entsprochen. Trockenstress spricht Grep-Türen. Überexpression von diesem ganz wichtigen Faktor führt zu Wachstumshemmungen. In der Ambiopsis, da sehen wir ein Typ, da sehen wir die Überexpression. Es hat auf jeden Fall eine Hemmung zur Folge, spricht aber die Salztoleranz an. Und zwar erhöhte Salztoleranz können wir sehen. Kontrolle. Hier ist in diesem Fall ein hoher Salzstoff gegeben. Kontrollfaktor. Drip-1a. Die Ambiopsis ist so klein, sie bleibt. Unter Salzstoff ist sie auf jeden Fall überlegen. Da sehen wir einen Unterschied. Und
dieser Faktor ist universell. Er wurde auch zum Beispiel im Reis einer sehr, sehr weit entfernten Pflanze gefunden. Orzastiva, OS abkürzt, zeigt ebenfalls den Faktor. Wenn ich in Aflops übrigens bin, dann wird es den gleichen Effekt haben. Diese Amylopsis ist auf jeden Fall salzfördernd. Das können Sie hier unten anschauen. So, lassen Sie uns zusammenfassen, was wir in der Folge alles kennengelernt haben. Wir wissen bereits, es gibt einen Unterschied zwischen Rot- und Blattgewebe, verbunden durch das Xylem. Natrium wird aufgenommen. Und zwar in nicht-toleranten Pflanzen und auch in toleranten Pflanzen. In nicht-toleranten Pflanzen wird das das Natrium für Kalm gehalten. Das sehen Sie hier. Wir wissen, Kalmeinwärtsgerichte, Kalmkanäle und auch Transporte zeigen eine ganz wichtige Antwort mit Natrium und Kalium. Wir kennen Aquaporine, die das Wasser nachfolgen lassen. Und wir haben eine vokuläre Sequenzierung von Natrium. Die VHP-Ase ist hier ganz wichtiges Transportprotein. Die können Sie hier an der Vakuole sehen. In der Forschung gehen wir so ein bisschen darüber hinaus. Wir sehen zum Beispiel Signaltransduktion, B7-Faktoren spielen eine ganz wichtige Rolle. Die sprechen diese anderen Elemente an. Es kommt zum Transport und im Blattgewebe können wir Inhibitoren sehen. Wir wissen, dass Natrium und Kalm in die Zelle gelangen müssen. Das Natrium wird in der Vakuole sequestriert. Wir haben einen Effekt hinsichtlich der Prolin-Transporte Geschehnisse. Prolin wird auf jeden Fall im Blattgewebe transportiert und aufgenommen. Und der Wolfram-Nitrat zeigt ebenfalls mit MNT eine ganz starke Reaktion. Auch hier sehen wir übrigens den B7-Faktor. Und wir wissen bereits, kompatible Substanzen müssen auch ansprechen, sprich Zuckeralkohole, DH1, AMT1, wir gehen ebenfalls. So, dann möchte ich den Salzschuss so ein bisschen verlassen. Wenn Sie sagen, Sie möchten weiterlesen, kann ich Ihnen auf jeden Fall Lehrbücher empfehlen. Schutz und Becken meiner Höhen und Hohenstein, die Pflanzenökologie sind hier ganz wichtige Literatur. Sie sehen darüber hinaus, Book of the Rules of Jones, Biochemistry and Molecular Biology of Plants. Das sollten Sie auf jeden Fall auch reinschauen. Wenn Sie sagen, Sie möchten gerne so ein bisschen lesen, noch darüber hinaus und die Originalliteratur zu Rate ziehen, können Sie das natürlich auch. Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall, Wimbledon Consul so ein bisschen reinzuschauen. Regulation of Homeostasis under Salt Stress und ebenfalls eine Arbeitsgruppe der Studenten, John Consul, mit Sang und Kühlen. From Laboratory to Field, using information from Amylopsis and Engineer Salt, Cold and Dotterlands and Crops. So, mit dem Blick auf den wunderschönen Reis wollen wir das beenden und springen zur nächsten Stressreaktion. Und so wollen wir uns den Fälscherstress anschauen. Molekulare Ökophysik der Pflanzen. Und zwar, der Quellstress soll jetzt unser Thema sein. Was wollen wir machen? Wir wollen natürlich wissen, wie reagiert eine Pflanze auf Kälte?
Das wird auch für unser Thema sein. Wir möchten auch die Transkriptomanalysen der verzinkelten Stressadorte kennenlernen. Amylopsis-Mutanten mit modifizierter Gentoleranz werden hinzugehören und wir werden auch den Faktor CBM wieder treffen. Katalysieren der kritische endozymale Transmission zum Faktor CBF. Das steht ebenfalls auf unserem Programm. Ich habe hier die Reise eingefügt, ansonsten die eigentlich in diesem Fall überhaupt keine Kette verträgt. Und wir sehen eine zweite Pflanze, die ketotolerant ist, und zwar ein Baum in der hiesigen europäischen Region. So, Kälte. Wir denken an den Temperaturbereich des Lebens und sehen hier einen ganz wichtigen Effekt in dieser und dieser Darstellung. Wir werden darüber hinaus so ein bisschen weitergehen, überlegen, was Kältestress bedeutet. Jeder Organismus hat Grenztemperaturen des Lebens. Es gibt Mesophyllpflanzen, die haben eine mittlere Kältestress, wie sehen Sie hier. Es gibt psychophile Pflanzen, die lieben die Kälte, die sehen Sie hier. Und es gibt thermophile Pflanzen, die sind in diesem Teil der Abbildung zu sehen. Die meisten Spezies sind durch diese Grenztemperaturen charakterisiert. Es gibt die Teiltemperaturen, die für diese drei Pflanzengruppen, thermophil, psychophil und thermophil, natürlich unterschiedlich sind. Die Teiltemperaturen können unterschiedliche artspezifisch angesiedelt sein. Es gibt für jede Gruppe eine Optimaltemperatur. Wenn diese Optimaltemperatur verlassen wird, nach oben oder unten, dann führt es zu einem Hitze- oder Kältetod. Auch diese Grenztemperatur ist artspezifisch angesiedelt. Wir haben es mit Temperaturresistenz zu tun. Die Grenztemperaturen des Lebens sind für einen Organismus aber durchaus von verschiedenen Faktoren abhängig. Und zwar, zellphysisch-spezifisch gibt es so Unterschiede, was die Kältetoleranz anbelangt. Wir sehen zum Beispiel Xyleme und Mesophyll als sehr temperaturunempfindliche Gewebe. Die Leitung erfolgt zentral und ist hier sehr kältetolerant. Der Entwicklungszustand spielt eine Rolle. Wir können kammige, sehr empfindliche Pflanzen hier ansprechen, während adulte Pflanzen eine größere Toleranz haben. Das ist auf jeden Fall hier ganz wichtig entschieden. Und auch die Wasserversorgung spielt eine Rolle. Beispielsweise sind Samen sehr unempfindlich, was unterschiedliche Temperaturen anbelangt. Gekeimte Pflanzen dagegen sind hochempfindlich. Es gibt auf jeden Fall auch artspezifische Unterschiede. Die Pilze zum Beispiel, minus 10 Grad bis plus 80 Grad vertragen die Pilze. Und wir sehen hier einen ganz wichtigen Unterschied auch. Pilzsporen, also ungekeimte Pilze, sind auf jeden Fall noch toleranter. Minus 50 Grad bis 100 Grad werden von diesen Sporen im Prinzip toleriert. Wie können wir überlegen, wie sich eine Pflanze an Temperaturstress anpassen kann? Die Pflanzenreaktion auf Temperaturschwankungen ist
bezüglich der unterschiedlichen Ebenen Variablen. Wir können die unterschiedlichen Ebenen eigentlich ansprechen. Wir sehen die anatomisch-morphologische Reaktion. Wir haben Reaktionen physiologisch anzusehen, biochemisch, und es gibt die molekularkinetische Reaktion auf den Kaltstress. Da werden wir uns auch mit auseinandersetzen. So, ich sprach davon, es gibt Pflanzenreaktionen auf Temperaturstress. Das können wir uns nochmal anschauen. Es gibt für jeden Organismus eine Optimaltemperatur des Lebens. Wird diese Optimaltemperatur verlassen, dann sehen wir unten nach unten ausgelöst Kältestarre. Wird ein Effekt sein. Der Kältetod wird folgen. Pflanzen wir diesen Optimalbereich nach oben. Hitzestarre und Hitzetod sind hier folgen. Wir wollen uns der Bedeutung zuwenden und fragen, wo kommt es überhaupt zum Kältestress? Das ist auf jeden Fall regional unterschiedlich. Kälte und Frost, ca. 40% der Landfläche sind durch eine absinkende Temperatur charakterisiert. Wir haben hier unter minus 10 Grad Celsius. Sprich, Kälte und Frost werden hier auf jeden Fall auftreten. Und das Pflanzenwachstum wird durch diese Niedertemperaturen entsprechend begrenzt. Das ist nicht nur für den Organismus eine Herausforderung, sich auf diese Kälteanpassung einzulassen. Wir haben darüber hinaus einen Effekt für die Landwirtschaftsfinanzierung. Hier kommt es auf jeden Fall zu deutlichen Einbußen durch Kälte und Frost. Wir sehen hier auf jeden Fall nochmal die Weltkarte. Die mittleren Kerntemperaturen sind hier farbkodiert zu sehen. Wir haben in großen Teilen Europas und Nordamerikas Temperaturen, die können absinken auf bis zu minus 50 Grad. Während dagegen in der südlichen Region Temperaturen ansteigen lassen. Wir sehen in diesen Regionen Temperaturen bis zu 30 Grad, hier lila kodiert. Also diese Temperaturen können wir auf jeden Fall betrachten. Es gibt hinsichtlich der Kältetoleranz unterschiedliche Pflanzengruppen. Wir können die kältesensitiven Pflanzen von den kältetoleranten Pflanzen im Prinzip unterscheiden. Kältesensitiv, die sind empfindlich, was ein Absinken der Temperatur anbelangt. Das ist auch artspezifisch. Das Absinken wird auf 5 Grad bis 15 Grad so angesetzt. Wir haben die Baumwolle als kälteempfindliche Pflanze. Kältesensitiv ist auf jeden Fall auch der Reis. Wir haben kältetolerante Pflanzen im Gegenzug. Die sind hier unten zu sehen. Diese kältetoleranten Pflanzen vertragen Temperaturen unter 0 Grad. Wir haben als Beispiel für Getreide die Gerste und auch unsere Bäume, die in dieser Situation keine Blätter haben sollten, sind auf jeden Fall kältetolerant. So, damit möchte ich hier im Prinzip aufhören und werde an dieser Stelle in der nächsten Vorlesung weitermachen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.